Frauen, egal ob sie gut aussehen oder weniger gut, ob sie im Köpfchen aufgeräumt sind oder nicht, tun rein gar nichts für dich. Weder helfen sie dir dabei, irgendwelche Probleme, die du hast, zu lösen, noch interessieren sie sich im Kern für deine Herausforderungen und Probleme. Du bist vollkommen auf dich alleine gestellt und Frauen wollen lediglich sichergestellt haben, dass du a. so wenig Probleme wie möglich hast und b. dass du Probleme selbstständig zu lösen imstande bist. Das ist im Prinzip alles. Naja, hinzu kommt vielleicht noch c., dass sie die Illusion bekommt, du könntest auch ihre Probleme lösen. Welche dich aber so lange nichts angehen, bis du sicher bist, dass sie deine Anforderungen erfüllt. Stichwort rote Flaggen und grüne Flaggen. Okay, um's nochmal deutlicher zu machen, beim Thema Anziehung Mann auf Frau und auch Frau auf Mann hat sich seit Jahrzigtausenden nichts verändert. Und es wird sich auch nichts verändern, solange es noch biologische Geschlechter gibt. Die versucht man zwar auch abzuschaffen, wird aber nicht gelingen, ist logisch. Neben dem Äußerlichen, was Männer bei Frauen naturgemäß primär anzieht, hast du halt die Führungsqualität und die Fähigkeit zur Dominanz bei Männern, die nun mal Frauen bei Männern primär anzieht. War auch schon immer so, Männer machen den ersten Schritt, gehen voran und Frauen folgen. Und genau deshalb haben auch Frauen, die diese urmännliche Aufgabe übernehmen bzw. das versuchen, krasse Schwierigkeiten, überhaupt einen Partner zu finden. Die Zeit, die wir jetzt erleben, die ist halt eine Zeit der Irritation und temporären Verwirrung. Und wenn sich viele Jungs von den Gleichheitsthesen so begeistern lassen, dann muss das ja nicht unbedingt dein Problem sein, oder? Im Gegenteil, das kannst du als einen gewaltigen Vorteil für dich betrachten, denn da bleiben ja mehr Frauen für dich übrig. Frauen, die sich im Kern immer das wünschen, was ich hier gerade beschrieben habe, nämlich einen maskulinen Typ, der seinem Wesen gerecht wird. Ja, ich weiß selbst, dass es natürlich oft so aussieht, als wären Frauen super begeistert von den Thesen der Gleichheit. Schließlich bekommen sie es ja in Schule und Medien tagtäglich vorgekaut serviert. In der Praxis aber, naja, da relativiert sich das eigentlich fast immer super schnell. Und Frauen gehen nach wie vor eher den Instinkten nach, die sie vor 60 Jahren, vor 1000 Jahren und vor 10.000 Jahren hatten. Kulturell, gerade Film und Fernsehen, waren ja selbst die 80er und vielleicht ein Teil der 90er noch super pro-männlich und damit auch pro-weiblich. Also wenn du dir da die Musikszene anschaust, dann war das wirklich natürlich, sittlich und auch prickelnd, ohne eben dekadent zu sein. Also ganz deutlich, es gibt hier keine Feindschaft oder sowas für uns Männer gegenüber irgendjemandem. Weder gegenüber Frauen noch gegenüber Männern, die sich von Biologieleugnern ins Boxhorn jagen lassen. Alles kein Problem und jeder kann schließlich machen, was er will. Aber wie gesagt, was Frauen vorgeben zu wollen und was sie in der Praxis wollen, das sind halt nun mal zwei verschiedene Paar Schuhe. Und Frauen, naja, die haben oft einfach gar keine Ideologie. Sie folgen nur den Autoritäten und mir zumindest geht es regelmäßig so, dass sie oft nicht mal eine echte Meinung haben und ein bisschen später haben sie dann meine Meinung. Super deutlich wird das dann auch spätestens in einer festen Beziehung. Dann nämlich werden sie super territorial und ein großer Teil der hedonistischen Individualsucht, könnte man sagen, wird in hohem Bogen aus dem Fenster geworfen. Da musst du als Mann natürlich drüber stehen und erkennen, dass es für uns Männer bei Frauen nichts zu reparieren gibt. Ich meine, wenn du dir ein Motorrad kaufst, dann kippst du im Stand um, kaufst du dir ein Auto, dann kippst du nicht um. Die Dinge sind, wie sie sind und die einzig relevante Aufgabe, die du hier hast, ist es, eine rigide Auswahl zu treffen und jene Frauen auszusortieren, deren Verhalten eben wieder natürlich ist. Eine gute Frau sollte dich als Mann komplementieren, nicht aber ersetzen oder obsolet machen, was ja sowieso unmöglich ist. Es gibt keine Konkurrenz zwischen Mann und Frau, wenn beide ihrer Natur gerecht werden. Dass es Reibungen und Missverständnisse gibt, das ist ja selbstverständlich. Die aber sind doch wirklich das Salz in der Suppe und werden zum Glück auch nie ganz beseitigt werden.